Hallo. Ja, aus gegebenem Anlass ein Video erneut zum Thema Graduierungen im Jiu-Jitsu. Ich hatte da vor einigen Monaten mal drüber reflektiert, nachdem ich meine Graduierung zum Schwarzgurt erhalten hatte, weshalb ich eigentlich der Meinung bin, dass Graduierungen im Jiu-Jitsu eher was Negatives sind. Ich sage nicht, dass alles daran schlecht ist. Es hat auch positive Aspekte. Aber vor allem eben, weil ja, Gürtel auch in einer gewissen Hinsicht ein Mittel der Kontrolle sein können, eine Machtdynamik in der sozialen Hierarchie etablieren und ich einfach in puncto Gürtel schon sehr viel Negatives erlebt habe, was so unnötig war und vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn es keine Gürtel geben würde und wir einfach alle ein Weißgurt hätten. Naja, auf jeden Fall unterrichte ich ja seit einer Weile Kinder und die unterrichte ich tatsächlich im Gi. Ich bin ja sonst nur No-Gi unterwegs und graduiere aber auch meine erwachsenen Schüler, welche ich im No-Gi trainiere, nach dem traditionellen System des Brazilian Jiu-Jitsu, einfach weil es dazugehört und wir als wettkampforientierte Schule natürlich auch diese Gürtel brauchen, um in den richtigen Leistungsklassen antreten zu können. Und bei den Kindern ist es halt aufgrund der Tatsache, dass sie im Gi trainieren, das mache ich hauptsächlich deshalb, weil sich das damals die Eltern gewünscht haben und die halt auch einfach auch wahnsinnig knuffig aussehen im Gi. So, also, das ist schon cool. Und ja, das mit dem Gürtelsystem, das wurde damals gleich am Anfang immer angesprochen, wie denn das Gürtelsystem ist und ob ich das erklären könnte. Und da habe ich so ein bisschen ausweichend darauf reagiert, weil, ganz ehrlich, ich könnte es nicht erklären, denn ich weiß es nicht. Ich kenne das Gürtelsystem der Kinder nicht. Ich weiß, da gibt es wohl eins, auch um ja, ein gewisses Motivations. Einen gewissen Motivationsreiz zu schaffen, gibt es da sehr viele Gürtel, sehr viele Zwischengürtel vor allem auch. Also ich glaube, das ist nach Weiß dann irgendwie grau, grau-schwarz, grau-weiß und dann grau und dann gelb und dann orange und dann grün und immer wieder mit Zwischenstufen, wie schwarz und weiß irgendwie dazwischen so, dass es möglichst viele Zwischenziele gibt. Das hatte mich damals, als ich mich kurz damit auseinandersetzen wollte, so erschlagen, dass ich dachte, okay, ich tue das Thema beiseite und rühre das nicht wieder an, bis ich wieder darauf angesprochen werde. Jetzt ein halbes Jahr später wurde ich wieder darauf angesprochen. Verdammter Mist. Auf jeden Fall, bin ich jetzt halt ein bisschen in der, sage ich mal, Klemme, dass ja, der Vater eines Kindes da ist sozusagen angesprochen hat und das Kind ja auch aus gutem Grunde das angesprochen hat, nämlich sie würde halt auch gerne weiterkommen mit ihren Gürteln, weil sie hatte tatsächlich, weil sie schon woanders trainiert hat, Kindergraduierungen erhalten und läuft nicht anders wie alle anderen Kinder, die bei mir von Anfang an gelernt haben, mit einem Weißgurt rum, sondern mit einem, ich glaube, ich weiß das nicht mal, weil es mir so egal ist, aber auf jeden Fall ist es nicht weiß. Ich glaube, es ist grau-schwarz. Ich weiß nicht, ob das. Was für ein Gürtel es ist. Auf jeden Fall ist es nicht mehr weiß. Und ja, da will man natürlich auch irgendwie dann weiterkommen. Das kann ich auch schon ein bisschen verstehen. Das Problem ist, ich kenne mich damit nicht aus. Und ich will mich damit auch nicht so wirklich auskennen. Erstens, ja, weil mich das so erschlagen hat, schon damals, als ich dann diese Tabelle aufgerufen habe und gesehen habe, boah, gibt es viele Gürtel. Oh mein Gott. Aber vor allem, ich könnte es halt auch gar nicht, also ich könnte es jetzt einfach alles irgendwie mir aneignen, aber ich bin damit ja gar nicht sozusagen aufgewachsen. Während ich ja als Erwachsener im BJJ schon durch die Gürtel gegangen bin und ein sehr genaues Bild davon habe, was einer meiner Blaugurte können sollte, bevor er einen Blaugurt bekommt. Ab wann der einen Liedergurt bekommt. So. Liedergurt habe ich auch noch niemals verliehen. Bin ja selbst noch gar nicht so lange Schwarzgurt und freue mich schon darauf. Ich bin ziemlich sicher, wer es sein wird. Vielleicht wird es aber auch jemand anders sein. Also gibt es so zwei Kandidaten. Auf jeden Fall, ich habe da sehr genaue Vorstellungen, sehr, sehr genaue Vorstellungen, weil ich so seit 9 Jahren in diesem Sport bin und würde ich behaupten, ganz genau weiß, was ich tue. Aber das mit den Kindern ist halt für mich was völlig Neues, was ich letztes Jahr angefangen habe, was ich niemals glaubte zu machen. Also ich meine, Kinder zu unterrichten, habe ich immer abgelehnt, weil habe ich in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, ich Unsicherheiten habe bezüglich Kinder aufgrund schlechte Erfahrungen in meiner eigenen Kindheit kann ich mich oder konnte ich mich mit denen sehr schlecht connecten. Und das hat sich halt massiv gebessert. Ganz besonders eben, weil ich jetzt so viel Kontakt mit Kindern habe und feststelle, ich kann es. Ich kann es auf jeden Fall. Klar, hier und da habe ich ein paar Problemchen so, aber auch das wird besser. Und letzten Endes habe ich auch das Gefühl, dass die Kinder mich mögen und ich mag die auch. Und es ist super.
Ja, nur jetzt bin ich eben mit dem Thema der Gürtel, der Graduierung konfrontiert und weiß nicht, was ich machen soll. Für mich war es eigentlich so, ich hatte mehr oder weniger beschlossen, wie gesagt, ich mach das Thema nicht wieder auf, das Fass mache ich nicht wieder auf, bis ich darauf angesprochen werde. Und ich hatte gehofft, dass ich einfach niemals darauf angesprochen werde. Und dann hätte ich einfach Folgendes gemacht: Ich hätte die so lange trainiert als Weißgurte, bis sie 16 sind und dann kriegen sie einen Blaugurt. Ganz einfach. Weil ab 16 kann man seinen Blaugurt bekommen, so. Ist zumindest meine Information. Das halte ich auch für angebracht. Ja, sobald jemand 16 geworden ist, zack, hier, Blaugurt, hast du verdient, hast ja schon 10 Jahre Training hinter dir. Und jetzt ist es halt einfach so, wie gesagt, ich könnte das gar nicht praktisch anwenden, selbst wenn ich mir das jetzt theoretisch alles aneignen würde. Ich wüsste nicht, wie ich es praktisch anwenden sollte, weil ich weiß doch gar nicht, was angebracht ist und wann es angebracht ist. Und dann, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch bei Erwachsenen schon so, wenn einer einen Gürtel bekommt, ist es nicht selten so, dass sich jemand anderes, der jetzt auch diesen Gürtel bald bekommen sollte oder glaubt, ihn bald bekommen zu sollen, vielleicht so ein bisschen benachteiligt fühlt oder vielleicht auch neidisch ist oder eifersüchtig oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich das schon sehr, sehr oft erlebt, dass dann so nach einer Graduierung halt getuschelt wurde, gelästert wurde. Ja, hast du gehört, er ist jetzt graduiert worden, aber hier er noch nicht, warum nicht und so weiter und so fort und bla, bla, bla. Dieses ganze Gelaber einfach, ne? Und ich wüsste jetzt nicht, wie das bei Kindern wäre, aber erstmal aufgrund der Tatsache, dass Kinder ja noch nicht so emotional ausgereift sind wie Erwachsene. Und bei Erwachsenen habe ich schon Sachen erlebt, wo ich so dachte, Digga, Kindergarten Deluxe. Ist es halt vor allem auch so, dass so viel mehr Graduierungen im Spiel wären. Also das sind ja gefühlt irgendwie, jeder Gürtel wird nochmal in drei Gürtel unterteilt, wegen diesem Schwarz-Weiß-Mix, den es da geben kann. Und dann müsste ich quasi so eine riesen Übersicht haben über wer gerade in welcher Stufe und da noch mal in welcher Zwischenstufe ist und ab wann er den nächsten Gürtel bekommen könnte. Und ganz ehrlich, ich halte das nicht für authentisch machbar. Also ich persönlich glaube nicht, dass ich das authentisch machen könnte, weil ich habe so manchmal schon ein bisschen Probleme und das sage ich als Hardliner. Bei Graduierung im Erwachsenenbereich bin ich Hardliner. Da kriegt niemand seinen Gürtel, bevor er den nicht verdient hat. Ganz einfach. So. Kannst du ewig Blaugurt bleiben, ist mir scheißegal. Kriegst du den nicht, wenn du nicht den Lila-Gurt verdient hast. Das sage ich jetzt. Vielleicht sage ich in 3 Jahren schon wieder was anderes. Kann sein. Ich werde ja mit der Zeit auch immer ein bisschen sanfter. Auf jeden Fall bei den Kindern ist es dann halt so, was mache ich dann, wenn jemand sein Gürtel nicht verdient hat, so wie ich das gerade bei den Erwachsenen so hart dahergesagt habe, aber dann zurückbleibt quasi und die ganzen anderen Kinder, oder nicht alle anderen Kinder, aber die meisten anderen Kinder wahrscheinlich ihre Gürtel bekommen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil mit einem Erwachsenen kann ich sprechen, hey du, und kann ihm das dann sehr genau und vor allem auch nicht so hart, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, sondern halt ein bisschen sanfter sagen, dies, das und das, das fehlt noch, das brauchst du noch eindeutig für deine Entwicklung zum so und so, und wenn du möchtest, können wir auch gerne darauf hinarbeiten. Ich gebe dir auch gerne immer wieder Feedback, wo so der Stand der Dinge ist. Aber das mit Kindern zu machen, weiß ich nicht, halte ich für schwierig. Vielleicht kann ich es auch versuchen und dann werde ich eines Besseren belehrt, vielleicht. Aber ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich es nicht authentisch anwenden könnte, weil ich es noch nie gemacht habe. Also ich bin damit, wie gesagt, gar nicht aufgewachsen. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir jetzt natürlich auch Rat holen bei Leuten, die schon sehr viel Erfahrung mit Kindertraining haben und die auch ihre Kinder graduieren. Ich meine, ich bin da ja angebunden an eine Schule, die ein sehr erfolgreiches Kinderprogramm hat, wo ich mir auch schon das ein oder andere Mal Rat von meiner ehemaligen Trainerin geholt habe. Nur zum Thema Graduierungen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das wird mich massiv überfordern. Und das Problem ist halt auch einfach, ich fühle es nicht. Und was ich nicht fühle, kann ich nicht machen. Das geht aber nicht. Ich kann es nicht vertreten dann, weil das bin nicht ich. So, wenn ich dann irgendwie so tue, als ob, dann da krieg ich Ausschlag von. Deswegen kehre ich das Thema jetzt wieder unter den Teppich. Und hoffe, dass ich wieder nicht darauf angesprochen werde. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Art und Weise, an Probleme heranzugehen. Aber ich sehe jetzt gerade keine andere Lösung. Denn jetzt so im Zuge der Reflexion, die dieses Video mir auch gibt, merke ich so, nee, möchte ich nicht. Ich möchte das aktuell nicht in mein Leben lassen, auch noch Graduierungen im Kinderbereich managen zu müssen. Genau. Sollte jemand anderer Ansicht sein, ich freue mich sehr auf Feedback. Ich lerne dadurch immer sehr viel. Schönen Sonntag.